Hallo meine Lieben. Ja, ich bin wieder zurück aus Dortmund. Ich bin wieder oben bei Dortmund gewesen und habe wieder meine Freunde besucht. Genau, und ja, wenn ich da bin, wisst ihr ja, dann gehe ich auch immer einkaufen. So war es auch dieses Mal. Und zwar ist es heute ein bisschen gemischt. Ich war bei Woolworths, ich war bei Teddy und ich war im Action. Und ich habe überall so ein bisschen was gekriegt und das zeige ich euch jetzt. Ja, anfangen tue ich mal mit Action. Und zwar einmal hier dieses Ding. Das ist hier mit Kätzchen. Da hat man dann lauter solche Taschen, wo man dann Geschenkkarten reinmachen kann. Und hier hinten sind dann eben immer noch mal so ein paar Sachen dabei, die man dann noch aufkleben kann. Genau, hier geht's los. Da hat man dann diese Sachen dabei. Ja, ganz niedlich für die Katzenfans. So, dann habe ich dieses hier bekommen. Das gab es aber leider nur noch einmal mit den süßen Igelchen. Diese Wäscheklammern. Ja, fand ich ganz süß. Habe ich mir auch einmal mitgenommen. Diese Sticker hier dachte ich mir, ach komm, so eine Karte mit Kaffee, das geht immer mal. Und so eine Einladung vielleicht oder so. Und ja, Schokolade geht auch immer, ne? Und Kuchen, also habe ich die gleich zweimal mitgenommen. So, dann hatte ich mir diese hier mitgenommen. Ja, und zwar hauptsächlich wegen dem Faultier, aber auch die anderen Tiere sind echt süß. Die kennt ihr bestimmt auch schon aus anderen Hauls. Dann habe ich mir einmal das hier mitgenommen und einmal das, weil ich die jetzt alle nicht so, ja, nicht so schön fand. Aber für eine Kinderkarte finde ich die zum Beispiel ganz toll, genau wie die. Aber hier sind halt einfach ja die Faultiere. Ne? So, dann hatten sie Volumenblöcke, verschiedene, die ich echt schön fand. Ich gehe die mal kurz durch. Mir ist das ja auch immer langweilig mit dem Papier, das wisst ihr ja, mir das bei anderen anzugucken. Deswegen mache ich das auch fix. Oder ich versuche es zumindest. Die sind auch wieder, ne, unten mit Glitzer, oben nicht. Und da ich letztens auch was endlich mal mit diesen Wollen-Sachen gemacht habe, ja, dachte ich mir, jetzt habe ich wenigstens eine Verwendung. Achso, den habe ich hier übrigens zweimal und diesen hier habe ich jeweils, also den einmal und den einmal. Weil es die aber auch nicht öfter gab. Wenn es den öfter gegeben hätte, dann hätte ich den auch noch öfter mitgenommen. Aber den gab es leider nur einmal. Achso, ja. Punkten hier. Zack. Und dann haben wir den hier. Dieses. Dieses hier. Schwupp. Wieder einen unterschlagen, da den, diesen, so, und ich glaube, das war's. Ja, das war's. Und dann gibt es noch den hier. Ich weiß nicht, ob ihr die alle schon gesehen habt. Wahrscheinlich habt ihr die schon gesehen, aber für mich sind sie jetzt neu. Deswegen gucke ich mir jetzt mit euch einmal zusammen an. Ich habe sie mir jetzt auch nicht so genau angeguckt, ehrlich gesagt. Ich hatte nur auf das Cover oben geguckt und habe gesehen, auch die Farben und die Formen gefallen mir. Den nimmst du mal mit. Und weil mir die Formen und Farben so gut gefallen haben, hätte ich ihn auch zweimal mitgenommen. Ich habe ihn aber nicht komplett durchgeblättert. Das mache ich eigentlich nie, ehrlich gesagt, wenn ich im Action bin. So, das war's. Gut. Ein bisschen was vom Action habe ich noch, und zwar diese Teile hier. Und weil hier auch wieder das Faultier mit drauf ist und ein Lama, habe ich die gleich dreimal mitgenommen. Sie waren noch ein viertes Mal da, habe ich mich aber nicht getraut, das auch noch mitzunehmen, weil ich habe gedacht, andere Leute wollen davon auch noch was haben. Und da das ja Bügelbilder sind, fällt das natürlich in meine Nähabteilung. Ja, das Wetter wird jetzt ein bisschen schlechter. Ach so, siehst du, ich habe ihn doch viermal mitgenommen, aber ich habe einmal auf jeden Fall drin gelassen. Ich weiß es ganz genau.
Ich wollte nicht ganz so gierig sein. So, diese hier habe ich zweimal mitgenommen. Dann gab es auch noch andere und die haben mir nicht so gut gefallen. Deswegen habe ich die gar nicht mitgenommen. Aber die fand ich halt mega süß. Und ja, die kommen halt, wie gesagt, in meine Nähabteilung. Und jetzt wird das Wetter auch langsam wieder ein bisschen schlechter. Und jetzt werde ich sicherlich auch wieder anfangen, ein bisschen zu nähen. Und da passt mir das ganz gut, dass ich da noch so ein paar Sachen habe. So, dann brauchte ich ganz dringend wieder Rohlinge für Karten. Ja, ich arbeite bei Stampin' Up. Ja, es gibt von Stampin' Up super Papier. Ich liebe das Papier von Stampin' Up. Aber manchmal ist es einfach, sich nur mal schnell hier so eine Karte rauszuziehen, zack, 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 zu basteln und fertig ist. Und diese hier finde ich total schön, weil die ja so glitzernd auch sind für Hochzeiten oder für Trauerkarten sind die wirklich total geeignet. Und deswegen habe ich mir die jetzt öfter mitgenommen, weil wir hatten auch irgendwie in letzter Zeit das öftere Mal, dass wir eine Trauerkarte leider machen mussten. Und deswegen habe ich mir gedacht, komm, nimm die jetzt öfter mit, die passen zu mehreren Anlässen. Und diese hier habe ich nur einmal mitgenommen, weil mir die Farben, die brauche ich nicht so häufig. Ja, es geht auf Weihnachten zu und genau aus dem Grund habe ich mir auch diese Perlen von Frozen nochmal mitgenommen. Hauptsächlich wegen diesen Teilen hier, wegen den Schneeflöckchen, aber auch natürlich wegen den Halbperlen, ganz klar. Ja, die mussten dann zweimal mit. Jetzt kommt was, das habt ihr schon öfter gesehen, ich auch. Und jetzt musste ich mir unbedingt auch mal welche mitnehmen und musste es wenigstens mal ausprobieren. Das ist ja diese lufttrocknende Clay. Und ich fand diese beiden Farben hier so cool. Ich weiß gar nicht, ob die in der Nacht auch leuchten. Die sehen zumindest so aus. Das werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Ich werde die hier mal an meinen Tageslichtlampen aufladen und werde dann mal gucken im Flur, im Dunkeln, ob die Dinger dann leuchten oder nicht. Weil es hier nirgendwo draufsteht, ob die leuchten. Aber ich finde sie einfach, ja, die fühlen sich auf jeden Fall schon mal cool an. Ich habe mir leider noch kein Video angeguckt, wie jemand damit etwas macht. Ja, ich werde mal gucken, ob ich einfach so vor mich hin mal probiere, irgendwas zu machen oder vielleicht so eine Maus jetzt, ne? Halloween-technisch in der Farbe hier. Wäre eine Maus doch cool. Gucke ich mal. Vielleicht bastle ich mir da mal was zurecht, weil ich einfach mal wissen möchte, wie das Clay so ist. Ob sich das lohnt, das zu kaufen oder ob es doch besser ist, das teurere zu kaufen. Ja, ihr Lieben, das war's schon mit meinem Action. Ich schmeiße das alles mal wieder in die Kiste und dann mache ich weiter mit Teddy. Genau, es ist bald soweit. Es ist bald wieder Halloween. Und die haben hier solche coolen, großen Sticker gehabt. Also Pop-Up-Sticker, die auch wirklich so ein bisschen dann halt rauskommen. Und die fand ich irgendwie, ihr wisst, ich habe es mit Halloween eigentlich nicht so. Aber ich weiß, dass viele andere Halloween ganz gerne mögen. Und ich dachte mir, ich nehme die einfach mal mit und werde mal gucken, was ich da Cooles draus mache. Und das dann, ja, verlose, verschenke, fair, weiß ich noch nicht. Mal schauen. Auf jeden Fall lasse ich mir damit was einfallen. Dann habe ich mir hier solch Glitzerbandeimer mitgenommen. Ja, das ist auch eigentlich mehr für meine Nähabteilung, ehrlich gesagt, als für Karten. Aber man kann die natürlich auch aufkleben. Ist ja auch kein Ding. Ja, für 1 Euro 3 Farben hier je 2 Meter. Da kann man absolut nichts sagen. Die mussten mit und die schimmern ja auch wieder so schön bunt. Also die beiden zumindest. Ja, herrlich. Ich liebe das. So, ja, dann geht es auch mit großen Schritten auf Weihnachten zu. Und ich habe Blöcke mitgenommen. Und zwar diesen welchen. Ich gucke mal, ob ihr so vernünftig sehen könnt. So, ups, jetzt hat es knack gemacht. Ja, ihr seht, da sind immer 3 Stück von jeder Sorte drin. So, und das ist das letzte. Ja, fand ich schon mal nicht schlecht. Dann, achso, jetzt habe ich das erste gar nicht gezeigt. So, diesen.
diesen und dieses hier. Finde ich auch cool. So, und zu guter Letzt diesen hier. Und dieses hier. Ja, die fand ich eigentlich alle ganz schön. Und da dachte ich mir, ach, als Designpapier, die sind halt nicht ganz so dick. Die sind 120. Aber ja, die sind noch stabil genug und sind halt super geeignet, um eben, was weiß ich, als Designpapier eben. So, es geht weiter. Ja, ich habe mir einmal so Batterien mitgenommen. Ein paar von euch wissen es vielleicht. Oder habe ich das mal erzählt? Ich glaube nicht. Ich spiele Pokémon Go. Und ja, so nebenbei, ne, wenn ich mal Zeit habe. Und ich habe mir Pokémon Go Plus geholt, dieses kleine Teilchen. Und da kommen solche Batterien rein. Und weil ich Angst hatte, dass die mitgelieferten bestimmt schnell alle sind, habe ich mir die einmal mitgenommen. So, dann habe ich einmal diese hier mitgenommen. Ich war sogar der Meinung, ich hätte sie zweimal, aber ich habe sie anscheinend nur einmal mitgenommen. Dann Weihnachten. Ein paar Sticker. Und noch mehr. Und dann diese welche. Upsi. So. Die fand ich ganz cool, weil die haben hier solche Wackeldinger drin. Also Wackelweihnachtsmänner. Und sowas gab es dann auch noch hier mit Schneeflocken oder Eiskristallen. Und dann auch, ich weiß nicht, ob ihr das seht, da sind halt so durchsichtig glitzernde Perlen drin. Fand ich auch ganz schön. Diese Aufkleber hier und diese. Ja. Dann habe ich mir diese Teile mitgenommen. Lippenbalsam mit Schokoladengeschmack. Dann gab es noch ein paar Lollis. Die mussten auch noch mal mit. Die habe ich auch zweimal mitgenommen. Und dann, da es ja auch wieder auf Weihnachten zugeht, Nutella, die kleinen Gläschen, weil ich wieder Verpackungen machen möchte und da diese Nutella-Gläschen reinmachen möchte, habe ich erstmal 4 Stück mitgebracht. Wir haben ja bei uns hier auch einen Kick um die Ecke, da ist das nicht so wild. So, und es wird noch mal ein bisschen gruselig. Ich habe mir dieses Händchen mitgenommen, und zwar Halloween. Aber eigentlich habe ich es nicht vor, für Halloween zu benutzen, sondern ich möchte es hier aufschneiden und dann möchte ich einen Petling hineintun mit, also das ist so ein Röhrchen aus Plastik, was man fest zuschrauben kann, was wasserdicht ist, wo ein Zettelchen und ein kleines Stiftchen reinkommt. Und benutzen tut man das Ganze für das Spiel Geocaching. Das mache ich nämlich schon seit ein paar Jahren und habe da auch immer Spaß dran und mache das halt im Sommer meistens. Ich bin so ein Sommercacher, also im Winter habe ich nicht so viel Lust, draußen in der Kälte rumzulaufen, aber im Sommer mache ich das halt. Und ja, ich möchte einen Geocache selbst legen. Also man kann, ich erkläre kurz das Geocaching mal an sich. Man sucht quasi, es ist eine Schatzsuche, wo man theoretisch über GPS Verstecke sucht, wo man dann online seinen Namen eintragen kann. Also dieses Spiel findet halt quasi online dann statt. Man kann online, gibt es eine App, eine Geocaching-App. Ich glaube, ich blende die hier mal ein, dann könnt ihr da einfach mal drauf gucken. Und ja, dann, also ich blende euch die Internetadresse ein, meine ich. Und dann gibt es Leute, die verstecken Sachen und
Leute, die finden was. Und man kann, also die gehen dann los und suchen. Und man kann eben beides machen. Sobald man sich da angemeldet hat, kann man eben auch Geocache verstecken. Und diesen Geocache hier werde ich auf jeden Fall, da werde ich mir was ausdenken und den werde ich dann wahrscheinlich Reich mir die Hand oder so nennen. Und dass man dann eben diese Hand da irgendwo, dass die irgendwo drin ist, ja, wo der Geocache ein bisschen eklig ist einfach. Ja, ich finde solche Sachen immer lustig, wenn ich die finde. Und als ich die Hand gesehen habe, habe ich sofort gedacht, coole Idee, das nimmst du mit und da machst du einen Geocache draus. Genau, das ist das Händchen. Okay, ihr Lieben, ja, dann komme ich zu Woolworths und da war wirklich, ach so, die Hand war ja von Woolworths, Mist, die war gar nicht von Teddy, das habe ich jetzt bei Teddy mit reingeschmissen, die war aber von Woolworths und bei Woolworths habe ich wirklich nur so ein bisschen Krams gekauft und zwar einmal hier diese Lampen, die habe ich gekauft für unser Wochenenddomizil, ja, der nächste Sommer kommt. Und im Sommer sind diese Lampen immer extrem teuer. Die haben jetzt hier auch 3 Euro gekostet und die halten von, ihr wisst schon, ne? Die halten halt nie sehr lange. Und ja, jetzt waren die reduziert auf 1 Euro und da habe ich mir gedacht, so, da schlägst du jetzt zu und im Sommer kommen die dann eben nach, ja, in unser Wochenendhäuschen. Genau. Ich habe sie auch schon ausprobiert bei denen. Was bei denen oder bei den anderen? Muss ich jetzt gerade mal gucken. Nee, bei denen hier. Die können sogar in... Na, seht ihr? Die hier funktioniert schon mal gar nicht mehr. Da muss ich schon mal aufschrauben, muss gucken, wegen da irgendein Kabel lose ist oder irgendwas. So, da gibt es sogar, dass der bunte Farben macht. Stehe ich persönlich jetzt nicht so drauf, aber mein Mann mag das ganz gerne. Und ja, ansonsten sind die halt so und ihr seht ja, die haben immer von Haus aus schon Wackelkontakt, also vielleicht sind die auch noch gar nicht richtig aufgeladen, da muss ich auch mal gucken. Ups, nein, ausmachen, aber ich habe ja hier genug Tageslicht, zur Not lade ich die hier bei mir auf, das macht nichts. So, dann hatten sie diese Blümchen hier da, die habe ich mir auch noch mitgenommen für 1 Euro. Es weihnachtet sehr. Und ich habe für einen Adventskalender diese Teile hier schon einmal mitgenommen. Dann habe ich mir diese hier 3-mal mitgenommen und diese hier 2-mal. Ja, und das war es auch schon, was ich mir jetzt von Woolworths noch gekauft hatte. Also da war es echt nicht viel. Da war es nur so ein bisschen Schnickschnack. Genau, ihr Lieben. Ja, das war's dann von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut, bis bald.